Im Bad, der wo mit der Kamera rumrennt und die anderen schraubern, weil schraubern kann ich nicht, aber ich bin angewiesen auf die zwei und die Stimmung ist momentan ein bisschen getrübt, wir stehen jetzt kurz hinter Lulea, aber wir kriegen das alles wieder hin, der Hupsel schaut mir schon böse an, weil ich mit der Kamera rumstehe. Mike ist auch schon nicht mehr so gesprächig, aber wird schon. Alles hin. Spätestens daheim, wenn wir das Video anschauen, lachen sie alle drüber. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Wir kriegen das hin. Mit Sicherheit. Schreibt sich jetzt mal was für den Scheiß. Ich weiß. Aber das kann ich am besten. Wer weiß, vielleicht in 10 Jahren schalten wir wieder. In 10 Jahren. Hupsel trägt einen Zylinder. Das kontrollieren wir mal. Dann kriegen wir das alles schon hin.
Get your sheep, stay calm, komm, get your. Thank you.
Thank you.
morgen, ihr Lieben. So. Wir sind jetzt schon aufgestanden. Jetzt ist es ungefähr 7 Uhr in der Früh. Und Maike hat gestern einen kleinen Burschen gehabt. Zum Glück einen schleichenden. Also ganz langsam ausgegangen. Haben wir gleich erwischt, haben wir gleich gesehen. Und zum Glück war gleich ein Parkplatz vor Ort. Und jetzt schalte ich euch einmal um. Da schaut ihr. Omi Reifenservice. Männer, sagt einmal guten Morgen. 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 Was hast du? Jetzt haben wir uns das gute Stück einmal an. Der Reifen dort noch halbwegs gut ausschauen, bis auf ein paar Stellen. Aber ist schon ziemlich am Ende. Und hupt ist einer. Ist schon definitiv am Ende. Da gibt es nicht mehr recht viel. Also es ist dringend notwendig. Ein bisschen Schmutz haben sie auch gelegt. So wie die Mopeds. Mikey sein ist immer top aufpoliert. Ja, ja. Der Schütter wird einen Liter Benzin da nehmen und dann poliert er. Ja, Öl. Ein bisschen versiegeln. Reifenservice und dann geht's Richtung Quantheim. Vorher gibt's noch Frühstück. Frühstück? Ja, Frühstück wird überbewertet. Bei uns mittlerweile nicht. Eigentlich hätte ich einer versprochen, dass 5 Kilo abnehmen, aber wir sind den ganzen Tag nur am Fressen. Jede Tankstelle gibt's einen Hotdog oder sonst irgendwas. Also, wir kommen mit mehr zurück, als wir gefahren sind. Oh ja, das hat voll gut. Ja, hi ihr Lieben. So schaut's aus. Wir sind jetzt ganz knapp 200 Kilometer vor Oslo. Leider, jede Reise neigt sich irgendwann dem Ende zu. Und es geht zwar noch ein bisschen weiter, aber wie gesagt, 200 Kilometer noch, dann sind wir in Oslo. Da steigen wir dann morgen in die Fähre ein. Und dann geht's zurück nach Kiel, ab nach Deutschland, dann die Roller wieder verloren und dann geht's retour, erst zu mir, dann zu Mike und dann zum Hupen nach Hause. Ja, ich hoffe, euch hat das Video bisher gefallen und momentan fahren wir bei traumhaftem Sonnenschein Richtung Oslo. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, wir haben auf der Reise nicht nur Sonnenschein gehabt, sondern wettertechnisch eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Wir sind gestartet bei Sonne in Schweden. Weiter oben haben wir dann Nebel gehabt, ohne Ende, da wo man dann kaum 10 Meter gesehen hat. Weiter rauf Richtung Finnland hat dann der Regen eingesetzt. Und der hat definitiv nicht nur uns, sondern auch die Vespas und die Regenkombis aufgeweicht. Allerdings nie die gute Laune. Des Weiteren dann rauf Richtung Nordkap haben wir Windgeschwindigkeiten gehabt von knapp 110 km/h. Da wird jede Vespa-Fahrt definitiv zum Kampf. Und jetzt Richtung Oslo runter, das heißt komplett Norwegen abfahren. Sind wir mittlerweile gefahren im Schnee, im Regen. Und jetzt begrüßt uns die Küste mit Sonne. Einfach traumhaft. Zudem haben wir so einiges aus der Tierwelt gesehen. Gefühlt tausende Rentiere,
Delfine haben wir beobachten können. Das war ganz cool, direkt neben der Straße. Elche habe ich gesehen. Der Mike ist leider dran vorbeigefahren. Der Hupsel hat auch schon welche gesehen. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück. Der Mike hat auch noch das Vergnügen. Ja, so schaut's aus. 2 Wochen ist die Arctic Vespa jetzt gelaufen. Vespa-technisch haben wir so einige Defekte gehabt, aber das meiste immer wieder reparieren können. Nur ich habe leider mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. Bei meiner Vespa war so nicht mehr zu reparieren. Nicht in der kurzen Zeit und nicht unter dem Zeitstress. Aber gut, ich habe mich jetzt halt mittlerweile mit dem Auto abgefunden. Hat bei der einen oder anderen Wetterlage auch was Gutes, muss man auch dazu sagen. Wenn die anderen bei minus 1-2 Grad frieren, schalten wir hin und meine Sitzheizung auf die 3. Stufe und lassen wir meine Eier grillen. Und ja, wie gesagt, sehr schade. Ich war gerne auch auf 2 Rädern die komplette Strecke durchgefahren. Aber mein Gott, das Leben spielt halt so. Und das Wichtigste ist, dass wir alle wieder gesund heimkommen. Und die nächste Vespa-Tour findet sie sicher. Ja, so schaut's aus. Im Nachspann findet ihr jetzt auf alle Fälle noch ein paar Fotos, noch ein paar Videos. Und ja, wir freuen uns jetzt schon auf die Mini-Kreuzfahrt von Oslo nach Kiel. Das Schiff soll mega cool sein. Und ja, definitiv ein cooler Trip. Machen wir wieder. Und an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bedanken. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich mit dem Hupsel und mit dem Mike gefahren habe dürfen. Grüß euch jetzt mal. Und na, Hammer. Hammer-Team. Hat nie wirklich was gegeben, außer mal vielleicht zwischendrin ein bisschen Hunger. Aber einfach toll. Also ich bin mega stolz, mit euch zwei da zum Fahren. Und ihr habt es mir aus dem Loch gerissen, wo dann mein Roller kaputt war. Und mega cool. Danke für alles. Des Weiteren auch ein riesen Dankeschön natürlich an alle Unterstützer, medientechnisch, ausrüstungstechnisch. Wir haben super cooles Zeug gekriegt. Ausrüstung von Engelbert Strauß, Handschuhe von Chiba und wasserdichte Packsäcke von Osprey. Einfach genial. Die ganze Tour war nicht so möglich gewesen, wenn wir das alles gar nicht gehabt hätten. Und auch die Planung haben wir einfach auf uns drei aufgeteilt, mit unter anderem einfach Hotelsuche, Campingplatzsuche, Ausrüstung, Vorbereitung. Das ist schon gar nicht so ohne. Aber wir haben es durchgezogen. Einfach cool. Bei den anderen sind es 7000 Kilometer auf der Vespa, 2000 Kilometer mit dem Auto. Bei mir leider nur 4000 Kilometer mit der Vespa und der Rest alles mit dem Auto. Aber das Wichtigste ist das, wir sind am Nordkapung gewesen und da war ich auch noch mit der Vespa. Und das war das Ziel und das restliche Ziel ist gesund heimkommen. Und das schaffen wir. Na dann, ihr Lieben, genießt noch das restliche Video. Und wir hören uns. Bis demnächst. Ciao. Da schaut's, ihr Lieben, es ist soweit. Nicht, dass da noch irgendwelche Ausflüchte gibt oder so. Der Hupsel schraubt nämlich auch mal. Wir haben jetzt zwar nur ein kleines Kabel, das was hier ein bisschen abgelöst hat, aber trotzdem. Er hat ein Zangerl in der Hand. Und ausnahmsweise mal bei seinem Moped, nicht bei meinem oder bei Mike seinem. Hupsi, sag was dazu, zur Situation. Alles Rutscher in alles Kambodscha. Alles Rutscher in Kambodscha, gell? No, don't weep. White clefs in the state of sleep. Taking out the robbery that I did last week. Money in the bag, back to look like a track. I wanna play with talent, cause we're here to bag that. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A morning.
Zimmer, kleine Vorführung. Willkommen an Bord. Der Karl schaut ein bisschen komisch aus, da denkt man, für vier Personen zum Start. Moment, geht schon gut. Okay. Bett Nummer 1. Moment, Bett Nummer 2. Wir können noch zaubern. Bett Nummer 3 und. Voilà. Nummer 3 und. Oh, ruck, na komm. 4. Tada! Ah, wo bin ich? Moment. Da bin ich. Ah.